Verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Mit dem Kernausstiegsbeschluss im Deutschen Bundestag von 2011 haben einige Parteien ihr Schwerpunktthema, mit dem sie in den letzten 3 Jahrzehnten beim Wähler punkten konnten, scheinbar verloren. Mit ihrer Forderung, die Bundesregierung solle sich für die dauerhafte Stilllegung der belgischen Kernreaktoren einsetzen, übersehen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen, dass Sie damit die Souveränität eines EU-Mitgliedstaats eingreifen würden. Und das würde gar nicht gehen. Dies wurde auch deutlich in der Unterrichtung, die wir ja erfahren haben, ausgeführt. Deutschland konnte bisher kein Land auf der Welt überzeugen, den Kernausstiegsschritt zu gehen. Selbst Japan fährt jetzt wieder Kernkraftwerke hoch. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sollten uns die Frage stellen, und Sie müssen ganz klar Ihren Wählern sagen, dass Sie dafür sind, dass Windenergie weiter ausgebaut werden müssen, dass wir da die Schwerpunkte setzen müssen. Dass, ja, dann kann man auf der anderen Art und Weise aber nicht beigehen und Netzkraftgegner, also die Stromtrassen bauen wollen, auch noch ein bisschen mit Unterstützung zukommen lassen. Da müssen Sie ganz klar sagen, wir wollen das, und dann muss das auch gemacht werden. Wenn das eine will, muss das andere mögen. Wir brauchen wirklich, wo wir uns nicht drüber streiten müssten, dass wir neue Ideen umsetzen. Und zwar hier sollten wir die Ingenieure und Verfahrenstechniker mit Forschungsaufträgen ermutigen, an den neuen Ideen zu forschen. Diese Ideen in den Schubladen liegen zu lassen, nur weil keiner bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen, wäre eine fatale Unterlassung, die den nachkommenden Generationen gegenüber kaum zu vertreten ist und auch nicht zu übermitteln wäre. Dass die bekannten Techniken nicht wirtschaftlich im ersten Moment sind, liegt am EEG-Gesetz. Das wissen wir alle, und dann wissen wir auch, dass wir daran müssen und was machen müssen. Dadurch wurden sie für einige direkte Verstromungen entwickelt, mit der die Erwartungen immer den Preis erzielen und gleich linear zu lassen, um das halten zu können. Da müssen wir ran. Es gibt hier neue Ideen, die aber noch Forschungsmillionen benötigen. Geben wir auch diesen Ideen eine Chance, sonst wären wir hinten dran. Die Wirtschaft ist in den Zwängen von sicheren Renditen, das ist eine ganz klare Sache, die mit Zahlen umgehen können, und steigen erst dann ein, wenn die anderen schon eine Vorarbeit geleistet haben. Es gibt doch, meine Damen und Herren, um jetzt hier nochmal die Brücke zu bauen zum Kollege Bosse und zu Herrn Bäumer, die im Ausschuss das ja gesagt haben, was hier vorgetragen ist. Ich will das nicht noch einmal alles vorkauen. Und zwar, es gibt doch den herrlichen Musiktitel "Über 7 Brücken musst du gehen". Die zwei haben eine Brücke gebaut für Bündnis 90/Die Grünen und haben gesagt, lasst uns doch erstmal abwarten, was da im Bund, genau was er eben gesagt hat. Und dann haben wir doch eine rechtliche Handhabung, dass wir weiterfahren können. Aus meinen Augen. Das war nicht gewollt von ihrer Kollegin. Die hat gesagt, nein, wir wollen jetzt die Abstimmung. Und dann wurde ganz klar gesagt, dann können wir das nicht mehr tragen. Und so habe ich mich auch entschlossen, habe gesagt, dann stimme ich da nicht mehr zu, sonst wären wir da dafür gewesen. Wir hätten da noch weitere Erfahrungen gebraucht. Also bleibt es dabei, auch wir. Und das hat nichts mit zu tun, dass wir Ihre Linie sonst nicht mitverfolgen. Da gehen wir schon mit. Aber in diesem Zusammenhang, wie das geschehen ist, kann ich nur die Beschlussempfehlung zustimmen, und die lautet Ablehnung. Dankeschön fürs Zuhören.